befinde mich auf einer zweiwöchigen Reise quer durch Deutschland. Von Köln aus geht es zunächst an die friesische Nordseeküste, später dann zur Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg, in die sächsische Schweiz und zu guter Letzt nach Bayern ins Berchtesgadener Land. Das erste Etappenziel liegt in Friesland, ganz in der Nähe von Wilhelmshaven. Das Wetter meint es gut mit mir, als ich am späten Nachmittag das friesische Flachland erreiche. Nach Schillig fahre ich nicht nur, um Meer und Küste zu besuchen, sondern auch, um meine Familie zu sehen. Die Sonne scheint vom Himmel, die frische Meeresbrise weht mir um die Nase und das Zelt ist schnell aufgebaut. Ärger habe ich lediglich mit meinem Benzinkocher, aber das bin ich mittlerweile schon gewohnt. Ich kenne keinen anderen Campingplatz, der über ein eigenes Riesenrad verfügt. Die Aussicht von hier oben ist wirklich toll. Und natürlich kann ich der Rummelplatzversuchung nicht widerstehen und fahre ein paar Runden. In Wilhelmshaven liegt das Deutsche Marinemuseum, das ich gerne einmal besuchen möchte. Im historischen Hafenbecken liegen mehrere Schiffe und ein U-Boot vor Anker bzw. auf dem Trockenen. Das Schöne ist, dass man die Schiffe nicht nur von außen bewundern kann, es ist auch gestattet, an Bord zu gehen, um das Innere der Schiffe unter die Lupe zu nehmen. Diese Aufnahmen hier stammen zum Beispiel von der Mölders, einem Zerstörer, der 2003 nach 34-jähriger Dienstzeit außer Dienst genommen wurde. Der Komfort an Bord ist sehr überschaubar, doch wer gerne in Hochbetten schläft, ist hier genau richtig. Im Deutschen Marinemuseum gibt es viel zu sehen. Und ein Besuch auf der Brücke eines Zerstörers darf da natürlich nicht fehlen. Von Friesland aus geht es nun nach Baren an die Müritz Richtung Mecklenburger Seenplatte. Als ich aufbreche, ist das Wetter friesig herb. Scheiße, das mit dem Wetter hätte ich mir auch echt anders vorgestellt. Aber das ist eben Friesland. Zu meinem Pech regnet es auch in Mecklenburg-Vorpommern in einer Tour durch. Auch in den nächsten Tagen kommt einiges an Regen vom Himmel und es dauert nicht lange, bis all meine Sachen feucht und klamm geworden sind. Und da ich sowieso schon nass geworden bin, kann ich mich auch gleich ganz ins Wasser begeben. Im Tauchcenter Feldberg bekomme ich eine komplette Tauchausrüstung geliehen und einen Tauchbuddy vermittelt, mit dem ich mich für den nächsten Tag verabrede. Und hier ist er auch schon, mein Tauchbuddy Stefan. Da Stefan hier schon öfter getaucht ist, kennt er sich über und unter Wasser bestens aus. 5. September, so. Feldberg, Mecklenburg. Genau. Schmaler Luzin, Einstieg, Fähre. Irgendwann sind wir dann soweit und es kann losgehen. Während des Tauchgangs gibt es einige Fische zu sehen, während wir durch einen Wald umgestürzter Bäume tauchen. Nach ca. 45 Minuten beenden wir den schönen und abwechslungsreichen Tauchgang. Danke Stefan für deine Expertise. Okay.
verlasse die Mecklenburger Seenplatte und nehme Kurs auf Pirna Richtung Sächsische Schweiz. Es geht über Land, durch Uckermark und Lausitz, zwei Ecken in Deutschland, die mir richtig gut gefallen. Ich tuckere ganz gemütlich über endlose Alleen, die Sonne scheint vom Himmel und am Abend komme ich nach einem entspannten Fahrtag in Sachsen an. Der Nationalpark Sächsische Schweiz kann mit vielen Wanderrouten und einer in Deutschland einzigartigen Felsformation aufwarten. Klettersteige, die auch für Nicht-Alpinisten geeignet sind, runden das Programm ab. Die Sonne scheint, die Menschen sind freundlich und gelassen und die Aussicht ist fantastisch. Ich bin nun schon das dritte Mal mit dem Motorrad in der Sächsischen Schweiz und komme immer wieder gerne hierher. Nach einer tollen Zeit hier in Sachsen habe ich Lust auf Weißwurst und ein Weizenbier und ich fahre dahin, wo der Himmel immer blau ist und das ist natürlich in Bayern. Nun geht es ins Berchtesgadener Land Richtung Bad Reichenhall. Auf 530 Kilometern geht es zunächst durch Tschechien und später durch Österreich, bevor ich am Abend in den deutschen Alpen eintreffe. Mit der Jännerbahn fahre ich für happige 32 Euro einmal rauf und runter, um den sogenannten Königsblick hinab ins Tal genießen zu können. Das Wetter meint es weiterhin gut und zum Glück sind hier nicht nur die Preise königlich, sondern auch die Aussicht. Dass man in Bayern auch gut Motorrad fahren kann, versteht sich von selbst.
Im Morgennebel begebe ich mich auf den Weg zum Königssee. Die Natur, die Berge, und der hinter dem Königssee gelegene Obersee. Irgendwie ist hier alles touristische Spitzenklasse. Nach einer tollen Zeit in Bayern ist die Reise vorbei. Ich muss meine Sachen packen und zurück nach Hause fahren. Danke Deutschland für die schöne Zeit und die vielen guten Eindrücke.